Hallo, moin moin, grüß Gott, Sayonara und schlagt mich tot. Ja, es geht mal wieder weiter mit Tohomon World. Ich soll vielleicht auch mal draufdrücken, damit sich der Fuzzi bewegt. Und ich hab heute auch jemanden zu Gast dabei. Wen denn? Mir ich hier, Campino. Ah, Zwiebelringman. Ich dich. Meine Güte. Schlimm, was man alles von dem Kerl erfährt. Ja, Entschuldigung. Ich dachte mir einfach mal, okay, ich gehe heute mal einfach hier was kaufen, aber naja. Und mit wie viel Kilo Zwiebeln ringen kommt der Kerl zurück? Mit einem halben Kilo. Nö. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn Megaman dich nicht mal Müll anfassen würde. Ja, ich hab sowieso was so, Herr Megaman. Nee, Megaman sowieso nicht. Du bist mehr so ein MeToo-Fanatiker, kann das sein? Hust, Ach hust. ja, ein bisschen, ja, ein bisschen. Ja, wie ist das, der Gangbang? Ja, Hundekämpfe. Hähne haben sie keine gehabt, also lassen sie Hunde antreten. Nee. Solange es Also keine ein gegen Katzen ein. sind. Ich weiß immerhin schon, was das Weibchen ist. Echt? Welches? Ja, jetzt darfst du raten, ne? 3 gegen 1, so. Wer könnte das Weibchen sein, ne? Wobei das ja So. auch richtig toll aufgebaut wurde. Ah, jetzt stellen wir uns doch mal die Frage. Das da soll ein Kerl sein. Ich will Warum? auch so einen Strampelanzug. Was ich mich jetzt gerade frage, wenn das dann ein Weib sein soll, warum hat die mehr Bart als der da? Sogar wahr. Oh mein Gott. Also wenn ich mir so den Schatten angucke, hat die einen Vollbart und der einen Ja. Drei-Tage-Bart. Ja, wenn überhaupt. Sieht ja grauenhaft aus. Hallo, mein Name ist Brigitte. Hallo, Schätzer. Oh, pfiffige Zuschauer werden geschnallt haben, warum greifen die mich nicht an? Liegt daran, dass ich die Viecher zum Hochleveln schon benutzt habe. Nur dem Sack hier trete ich jetzt in die Nüsse. Oh, bitte, hau rein. Haha. Ja, Vorspulen. Meteoritenstein, oh Gott, das ist so awesome, oh mein Gott, oh, ich weiß gar nicht, was mache ich, oh mein Gott, ich habe dich gar nicht bemerkt, die ganze Zeit, wo du hinter mir gestanden bist, oh mein Gott, nein, ich muss dich jetzt unbedingt töten, oh. Das Schöne ist ja, jedes kleine Kind kennt im Grunde die Storyline. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Es hat eine Schubkarre. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, oder? Ich dachte, ich habe es erst für ein Schwert gehalten, oder? Komische Schwerte. Mega Girl 1. Ein Geil. einmal bei Pyramid Head vorbeigegangen. Leih mir mal dein Schwert aus. Yay! Fress, Fresse, Ding. Das besser, Ja, genau. Das Rebels. Tolles Deutsch. Hauch des Todes. Irgendwie mag ich das Vieh nicht. Das ist irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt weiß ich wieder, was gemacht. Ja, es ist schon relativ, ne? Oh, Level 33. Ja, ich bin gespannt, das wird bestimmt voll der spannende Kampf. Hat keinen Effekt, geile Aktion. Shadow ist mal wieder voll Hi. nützlich. Bist wie immer mal verwirrt. Ich bin alter Shadow ist Mann, das ist verwirrt. Dauerzustand. Aha. Oh wow, es ist ein Wunder, dass es sich gerade nicht selbst verletzt hat. Macht doch eigentlich voll Sinn. Ein Vieh, wo auf dem Vulkan heimisch ist, lässt sich von Feuerattacken platt machen. Pokémon-Logik for the win. Yay! Mega Man-Abklatsch. Manu. Mein Gott. Mega Man hat Titten. Ich finde es sowieso schon so krass, dass die beernsthaft ein ganzes Spiel nur von den Pokémon in Anführungszeichen selber umprogrammieren, sich da eigene Bilder reinbasteln und da die Attacken noch ein bisschen ändern und dann einfach sagen, das ist jetzt Dohomon. Aber ansonsten ist alles gleich. Im Grunde hast du ja schon recht, aber es bockt. Es Ja. kommen viel mehr Titten drin vor. Das Und das ist doch ist eigentlich wohl alles, wahr. was zählt. Ja, irgendwie schon, ne? Dohomon. Sie hätten es ja auch einfach Brüstemon nennen können. Ja, aber irgendwie kriegt bei mir der Begriff Body Slam eine ganz neue Bedeutung. Ne? Mit jeder Seite einmal. Ja.
benutzt Hypnose mit den ganz großen Augen. Das habe ich auch nie verstanden. Bei jedem Pokémon-Teil oder Togemon ist ja auch egal. Die Leute versuchen die Welt mehr oder weniger zu erobern. Mhm. Vulkanausbrüche, hast du nicht gesehen und du gehst dahin. Ich trete dir auf den Sack. Okay, ich gehe. Ich bin kleines Kind und knufte ich jetzt. Nein, was mache ich jetzt? Ich baue 8 Roboter und... Ach scheiße, falsche Storyline. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wie alt ist der Protagonist in dem Spiel? Keine Ahnung, aber auf dem Auswahlbildschirm hatte sie schon Brüste. Okay, 24. Ja. Mindestens. Oder eine sehr frühreife 16-Jährige. Mhm. Ich meine nur, guck mal, der Wanderer. Ich weiß doch genau früher, wo man dann noch nicht so wirklich Englisch konnte und dann hieß das immer Teenager. Teenager und all dem Zeug. Das war herrlich. Wobei es ja auch geil findet, dass so ein kleines Kind einfach von Mutti in die Welt hinausgeschickt wird mit lauter Leuten, die dich einfach so anquatschen können. Ja, das ist so geil. Du bist so mal so, ich bin jetzt 10, ich kann jetzt alleine unterwegs sein. Ja, ja, mein Sohn, geh ruhig hinaus in die Welt. Ich werde dich nicht vermissen, aber melde dich und wieder mal und vergiss nicht, deine Unterwäsche zu wechseln. Yo. Aha. Stellen wir uns das mal so in der echten Welt vor, mitten in Berlin, 2 Straßen weiter. Möchtest du mal an meinem Lolli lecken? Oh ja! Ja! Echt so, alles. Das ist unverstanden. Ach ja, Spiele, Ludwig. Aber was soll man sich da drüber aufregen? Ich meine, Mega Man ist auch nicht mega. Der kann auch noch verrecken. Ja, es ist sowieso so seltsam. Ich meine, aus was besteht Mega Man? Aus Metall. Mhm. Das weiß ich, so bestimmt so aus Schrott zusammengebaut oder was? So Schrottman. Nur. So Dumpman, das wär auch noch eine gute Kreation. Nur ich meine mal, der Kerl besteht aus, was weiß ich, der müsste aus Titanium, Carbonat, Chromvergoldung mit was weiß ich was stehen. Adamantium. Voll High-End. Ja, genau, oder irgendwie. Und dann hängt der da. Oh mein Gott, da ist sein Wattebäusch. Der fliegt auf mich zu. Ah. Dann kriegt der, was weiß ich, 10.000 Schaden und verreckt direkt und Rush ist genauso unnütz. Ach Gott. Ich bleib dabei, der wurde als Spion von Dr. Wily eingeschleust. Der soll dir nicht helfen, der soll dich sabotieren. Ach, so sieht's. Ich will mir das überlegen, ich glaube, bei den Zero-Teilen gab's wirklich mal so einen Dumpman. Ich glaube auch. So ein Schrott-Car-Auto. Oder bei den, ich glaube, das war bei dem Mega Man X-Teil. Oder was, glaub, X? 1 bis 3 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben sie da großartig auf die Kacke gehauen. Oh, guck mal, wir können neue Sprites einbauen, damit du noch mehr leckst. Das war sowieso so eine Sache. Ja, guck mal hier, jetzt kannst du sliden noch mehr als vorher. Du slidest nämlich jetzt nicht mehr im Rutschen. Nee, du stößt einfach deinen Oberkörper nach vorne und deine Beine ziehst du hinter dir her, weil du kannst schweben. Yay. Das habe ich einmal versucht. Und zu sehen ist es in einem Vlog, was passiert ist. Yay. Was ich mir hier dann mal wirklich als Frage stelle. Warum haben sie nicht einfach Mega Man genommen, ihm ein paar Raketenfüße verpasst, am besten noch so eine Sprungfeder und ähnliches? Ich meine, sein Bruder hat das Zeug alles. Ja, das stimmt. Protoman ist sowieso geiler irgendwie. Der sieht auch noch geiler aus. Der hat ich meine, der Roboter braucht einen Schal. Er hat immer einen Schal. Na, vielleicht warum ist er erkältet. Kälteempfindlich. Oh Gott. Oh Gott, bei Schal muss ich an diesen einen Idioten denken, den ich gestern gesehen habe. So Gattung Berufsschüler, möchte gern Ghetto-Pimpf, steht so an der Ecke beim Einkaufen. lass mich nicht lügen, der hatte einmal so ein Schal-Halstuch-Verschnitt bis zur Nase hochgezogen, dann eine Sonnenbrille, eine Cappy. Darunter dann noch so von einem Sweatshirt die Kapuze drauf. Also du hast wirklich hingucken müssen, um zu erkennen, dass das ein Mensch sein soll. Und das Ganze hat er dann ausgeglichen, nur weil er mit kurzen Hosen rumgerannt ist. Hä? Ja, bei minus 3 Grad. Sinn. Also ich habe ja so die Vermutung, der wollte sich nicht warm halten, der wollte sich hier verstecken, damit keiner erkennt, du blödes Arschloch, du rennst mit kurzen Hosen rum.
Ich meine, das ist aber dann echt blöd. Ich hab gedacht, Junge, bei minus 3 Grad rennst du mit kurzen Hosen rum. Die hat's doch auch einmal so gut gemeint beim Ficken. Hm? Was kommt das dabei heraus, wenn man mit Schwangeren schläft? Wiederholt Stöße auf die Fandanelle. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, habe ich eigentlich mein Skype schon auf Away gestellt? Ich kann mal eben gucken. Sonst habe ich nämlich ein Problem, wenn jetzt gleich mein Skype aufblenden tut, aus welchen Gründen vielleicht auch immer. Nee, du bist noch auf Online. Ach, naja gut, ich bin alter Mann, ich bin unbeliebt, mich mag keiner. Oh mein Gott, was war das denn? Ja, dich haben gerade 10.000 Leute angeschrieben. Warum? Darum? Ich hasse euch alle. Oh mein Gott. Ah, das ist auch so eine geile Neuerung, die ich so mag. Oh nein, bitte nicht, ey. Da rufen nicht wieder irgendwelche beliebige Beleidigungen einfügen. Leute an und wollen irgendwas von dir. Ja, Skype zum Mitnehmen. Ich war heute in der Badewanne und habe mich gewaschen. Wow. Und da habe ich so einen komischen Zipfel gefunden. Wenn ich dran ziehe, fühle ich mich ganz, ganz toll. Ist das nicht umwerfend? Ja, genau. Whatever. Yay, ich habe irgendwie so die Vermutung, gleich gehe ich drauf. Oder nicht? Ist das nicht schön? Anabolika für Kleintiere. Ich mal ganz schnell ein Tugendcenter. Yay, ich bin tot. Oh mein Gott, wo werde ich jetzt wohl wiedergeboren? Oh, wie praktisch. Das ist auch so sinnlos in den Spielen. Ich meine, du hast den Kampf verloren. Das ist doch kein guter, direkt in Oma zu fallen. Hallo, genauso wie die Logik, die böse Gegnerschar, Weltherrschaft und so, wenn sie von einem kleinen Kind niedergemacht werden, im Real nehmen, würden sie dann einfach eine Knarre ziehen, dich wegpusten und dich auslachen. Nein, was machen sie in dem Spiel? Da gibt's ja keine Waffen, da gibt's nur Pokémon. Ja und, dann würde ich halt dem Vieh sagen, zerfleisch ihn! Ja, so wie bei Pokémon Adventure, hab ich doch gesagt. Film! So, jetzt habe ich immer wenigstens das hier noch erledigt. Total wie im echten Leben. In der Zeit, wo der auf mich gewartet hat, zu dem Stein entsorgen, hätten sich schon 50 Minecraft-Zocker draufgeworfen, um den Felsen wegzubolzen. Mindestens. Der bloßen Hand. Die Faust Gottes. Guck mal, ich kann Stein zertrampeln. Krack. So, lass mal gucken, was habe ich denn von dem bekommen. Okay, Stärke. Ja, damit kannst du doch hier die ganzen Steine kaputt machen oder verschieben. Verschieben. Ich glaube verschieben. Als der Trümmerer war ja dann. Mhm. Mal gucken, wem bringe ich das jetzt bei? Shadow, Stampus, Sahnetorte. Steht da wirklich Nimmer oder Ninnersat? Nimmersat. Die ist verfressen wie sonst was. Okay. Diesen Halbgeist, das schlägt bei dir nicht aufs Gewicht. Das ist ungefähr so wie bei dir und 2 Kilo Zwiebelringe. In einer Stunde ist eh alles weg. Meine Fresse. Das Durchfaltevermögen hätte ich mal ganz gerne. Ich muss nur Kuchen ansehen und werde davon fett. Echt? Ja. Ja, ich sag mal so, ich sehe es schon in den Kommentaren. Oh, Kapi ist bestimmt voll der fette Sack. Ja, okay. Ja, bei der 500.000 Webcam-Videos, wo du gemacht hast, hast du immer so gedacht, ich retuschiere das später noch mit Photoshop und anderen genialen Sachen, wo nur Hollywood hat für endlose Milliarden Equipment. Ja. Ich bin recht gut in Form. Und das ist auch gut so. Denn wer gut in Form ist, kann gut über Spiele haten. 1,90 Meter und dann wiege ich irgendwann mit 75 Kilo. Das geht. Plus minus Haare. Plus minus Haare. Willst du mir irgendwas sagen? Geh zum Friseur, verdammt, ich werd neidisch. Ich will auch wieder Haare. Jetzt auch wieder Haare, hast du keine.
Ich sag's mal so, unser Friseur ist seit ein paar Jahren der Langhaarrasierer. Oh Gott. Ja. Dann kannst du dir vorstellen, wie es aussieht, wenn wir mal unter einen Rasierer kommen.